Hallo liebe Lehrerinnen und Lehrer, ich bin Claudia Rösen vom Naturpark Lauenburgische Seen und ich bin Rina Geiger aus dem Naturparkzentrum Ohlenkolk. Und gemeinsam wollen wir heute das Projekt Naturparkschule vorstellen. Ja, Ziel dieses Projektes ist es, den Kindern über die gesamte Grundschulzeit die Natur näher zu bringen, ihre Heimatregion näher zu bringen und unsere Begeisterung für die Natur rüberzubringen. Direkt im ersten Schuljahr starten wir mit einem Waldtag und im Winter dann kommen wir in die Klassen zum Thema Säugetiere und Vögel und bringen verschiedenste Anschauungsmaterialien mit, Materialien zum selber erforschen, anfassen, fühlen, aber auch Spielideen und Aktivitäten. Und damit das Ganze nicht so theoretisch bleibt, machen wir Ende des ersten Schuljahres eine Exkursion in den Ohlenkolk, wo wir das Ganze, was wir vorher in der Klasse bereits mit Material besprochen haben, uns nochmal tatsächlich in der Natur angucken wollen. Anfang der zweiten Klasse wollen wir das Thema Wald dann abschließend beenden mit dem Thema nachhaltige Waldnutzung, wo wir zu Ihnen in die Schule kommen und die Kinder zusammen mit uns nochmal erarbeiten, warum ist Wald überhaupt wichtig, wofür brauchen wir Bäume, wofür brauchen wir Holz, bis hin zu dem Thema, dass die Kinder selber mit Holz arbeiten sollen, um festzustellen, was ist das für Material und wie schwer ist es überhaupt, das zu bearbeiten. Damit wollen wir das Thema dann auch endgültig abschließen und wollen Mitte der zweiten Klasse in das Thema Landwirtschaft einsteigen. Hier bieten wir Ihnen eine Modulkiste zum Ausleihen zum Thema Weiden und Wiesen. Das heißt, Sie können sich damit hervorragend auf die Landwirtschaftsexkursion Ende der zweiten Klasse vorbereiten. In der dritten Klasse schließen wir dann das Thema Landwirtschaft ab mit einem Bienen- und Insektenprojekttag, den wir mit verschiedensten Stationen gestalten, wo die Kinder werken können, wo die Kinder selber basteln können, wo wir einen Imker haben, der über seine Arbeit berichtet. Dann in der dritten Klasse starten wir das Thema Gewässer, Seen und Moore. Zuerst mit einer Modulkiste, die Sie sich jederzeit bei uns ausleihen können, die auch digitale Medien enthält, um das Thema im Unterricht aufzubereiten. Dann im Sommer des dritten Schuljahres machen wir eine Tümpel- und Gewässer- oder Kescher-Tour, also eine Gewässerexkursion, wo wir mit den Kindern lernen, wie wichtig das Wasser auf der Erde für all die Lebewesen ist und welche Lebewesen in den Gewässern zu Hause sind. In der vierten Klasse wollen wir die ganzen Themen dann einmal unter einen Hut packen, und zwar in der kleinen Exkursion zu uns in den Ohlenkolk unter dem Motto Landschaftsentstehung. Das heißt, wie ist unsere Landschaft geprägt worden? Was hat die Eiszeit für Formen in Bewegung gesetzt? Und wie sind überhaupt Wälder oder Täler bei uns in der Region entstanden? Hier wollen wir natürlich auch ein klein bisschen forschen und experimentieren. Ende der vierten Klasse wollen wir das Ganze dann mit einer Abschlussveranstaltung entspannt ausklingen lassen. Damit auch Ihre Wünsche und Anregungen zu uns zurückkommen und in das Projekt einfließen können, bieten wir nach jeder Veranstaltung einen Rückmeldebogen an, wo wir uns freuen, dass der dann zu uns zurückkommt. Und auch für die Kinder teilen wir Postkarten aus, auf denen sie uns aufmalen können oder aufschreiben können, was ihnen an der Veranstaltung am besten gefallen hat. So können wir uns auch stetig verbessern und sehen, was sehr gut funktioniert, was gut ankommt und wo wir eben noch verbessern können. Und wie Claudia eben schon erwähnt hat, wir bieten natürlich auch noch nicht nur was für die Schüler an. Zum einen der Evaluationsbogen ist für Sie, damit wir uns weiterhin verbessern können. Weiterhin wollen wir aber auch für Sie regelmäßig Lehrerfortbildungen anbieten zu den Themen, die bei uns in der Naturparkschule behandelt werden, damit Sie ständig auf dem Laufenden bleiben oder damit wir auch Fragen klären können, die vielleicht nicht im Alltag geklärt werden können. Das heißt, auch bei den Lehrerfortbildungen sind wir gerne für Wünsche Ihrerseits offen. Thematisch sind wir dort auch recht frei, können Sie gerne uns Wünsche äußern. Wir bewegen uns im Themenbereich Natur, aber auch Biodiversität, Klimaschutz gehört alles dazu und wir freuen uns da auch ein abwechslungsreiches Fortbildungsprogramm für Sie aufzubauen. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal den Förderern des Projektes danken. Dazu gehört die Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg und die Carmen-Langmark-Stiftung in Mölln sowie die Buch-Stiftung, die dieses Projekt finanziell unterstützen und dadurch ermöglichen. Gegen Ende sei noch einmal gesagt, wir treffen uns auch regelmäßig mit den Koordinatorinnen und Koordinatoren Ihrer Schule, um uns einmal mindestens jährlich auszutauschen, ob wir Veränderungen in den Projekten vornehmen können, sollen oder wünschenswert sind. Gleichzeitig sind dafür natürlich dann auch Ihrerseits die Wünsche offen. Wenn Sie also Fragen oder Anregungen für das Projekt haben, dürfen Sie sich gerne jederzeit an Ihre Koordinatorinnen wenden oder an Claudia und mich direkt.
Dann möchte ich gerne noch auf unsere Website hinweisen, die wir für Sie erstellt haben. Dort finden Sie Materialien, um die Themen, die wir den Kindern anbieten, im Unterricht nachzubereiten. Dort gibt es verschiedene Videos, unser Naturparkpartner oder auch Hörgeschichten, Ausmalvorlagen etc. Schauen Sie sich dort gern einmal um. Und dann bleibt gegen Ende nur noch gesagt, wir freuen uns aufs nächste Schuljahr mit Ihnen und hoffentlich bis ganz bald. Bis bald. Tschüss.